Da sind wir wieder, heute in dem Hafen Hamburg mit dem letzten 5er-Schiff, dem Zerstörer T-22. Und mit dabei ist der... Hallo weg, moin! Und ich, Mike der Vierte. Damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge World of Warships. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, und rein und weg wird uns natürlich wieder was Kleines zur Geschichte erzählen. Ja, die T-22 sind gebaut worden von 40 bis 45, waren sogar bis 56 in Dienst, sind also nicht alle versenkt worden, sondern sind dann weiter genutzt worden nach dem Krieg. Ja, ist eigentlich rausgegangen aus den kleinen Torpedobooten, die laut Versailler Vertrag ja zugestanden worden sind, war ein bisschen eine Notlösung. Aber hat sich eigentlich bewährt, was man ja auch daran sieht, dass sie auch nach dem Krieg noch genutzt worden sind. Ja, schauen wir mal, was die kleine Maschine so alles kann. Ja, gucken wir nochmal die Ausrüstung, was ich da drin habe. Ne, ihr könnt das natürlich genauso spielen, müsst ihr aber nicht. Ne? Es ist immer nur ein Vorschlag von uns. Also ich habe hier drin, was habe ich hier drin? Hilfsbewaffnung, Modifikation 1, dann habe ich die Schutzsystem für Manöverfähigkeit. Manövrierbarkeit. Entschuldigung, Manövrierbarkeit. Und einmal Torpedowerfer Modifikation 1. Das habe ich drin. Jo. Dann sehen wir haben hier HE, wir haben hier AP, wir haben Torpedos. Die Torpedos haben eine Reichweite von 7,5 Kilometer. Wir haben eine Entdeckungsreichweite, gucken wir mal, Verborgenheit haben wir 6,3, also 700 Meter. Dann sehen sie uns danach, wenn wir sie abgeworfen haben. Und wir haben Wasserbomben für U-Boote. Ob wir da welche kriegen, ist eine andere Frage. Feuerlöschsystem, Rauch. Modifikation, dass wir Motorboost haben und einmal den hydroakustische Suche. Das wurde, was ich sehr, sehr viel üben musste in letzter Zeit. Um natürlich gegnerische Torpedoschelle aufzuspüren. Ja, legen wir los, würde ich sagen, oder? Ja, wir können loslegen. Da sind wir. Gefechtsstation. Ja, 7er Schiffe. Hier. Ich freue mich nicht. Das 7er Schiffe ist natürlich für uns ein bisschen doof. Okay, die Atlanta auf der anderen Seite. Die mit ihrer Feuergeschwindigkeit macht uns ganz schön Sorgen. Aber wir werden mal sehen. E61. Das ist natürlich auch ein ernstzunehmender Gegner. Nikolas Mutsuki Ochotnik. Ochotnik hat nur 4,5 Kilometer Reichweite der Torpedos, aber links eine ganze Menge davon. Und ansonsten, P. Heinrich hat Torpedos, Gneisenau. Das wird lustig. Ich suche gerade die Stöpsel an meinem Schiff. Dass hier untergeht. Also, Spaß. Fahren wir mal außen rum, um nicht gleich im vollen Feuer zu liegen. Ja, unsere Erkennbarkeit liegt bei 6,3 Kilometer. Mhm. Torpedos auf 7,5. Ja. Also wir müssen schon sehr nah ran an den Gegner. Und dann haben wir so ein Spiel von 700 bis 500 und 1200, also 1,2 Kilometer, bevor uns uns erkennen. Ja. Das ist nicht viel. Nicht wirklich. Aber wir gucken mal. Aber wir haben ja welche, die hinherkommen. York, Derflinger, Gneisenau. Kommen alles mit. Nürnberg, Ashitaka. So, und wir sind eigentlich die Aufklärung. Wir sind die Aufklärungsfahrzeuge sozusagen. Wenn wir keinen Flugzeugträger haben, sind wir diejenigen, die aufklären. Also wir müssen rein, theoretisch mal nach vorne. Genau. Aber Torpedos brauche ich hier nicht rein, schießen. Warum? Ich zeige es euch kurz mit der Karte hier unten rechts. Weil der Gegner wird immer nur zu Bild mit der Spitze reinfahren. Also wird meine Torpedos gar nicht ankommen. Aber ich probiere es trotzdem mal. Vielleicht macht es ja noch falsch. Wenn wir mal da in die Ecke. 5 ist noch ein bisschen früh. 7,5 reicht noch nicht bis zum Rand der Eroberungszone. Vielleicht ist der gegnerische Zerstörer mutig. Mal gucken. Kann man Glück haben. Meistens aber leider nicht. Maschinenboost aktiviert. Ihr solltet, wenn jemand jetzt dabei ist, ja sehr viel Zerstörung spielt und ein absolutes Ass ist, ne? Bitte nicht meckern, wenn ich hier irgendwie falsch spiele oder sowas. Ich spiele nicht so oft Zerstörung, ich spiele mehr Kreuzer und Schlachtschiffe. Aber die Zerstörer gehören nun mal zu der 5er Stufe dazu. Also stellen wir sie euch natürlich vor. Ja, ganz einfach. Machen wir schon mal den Iron Duke. Das heißt, hier kommt auch gleich wahrscheinlich was vorne um die Ecke. Fährst du gleich rein in den Kreis und stellst dich hinter die kleine Insel, wo die Festung drauf ist. Das kann ich machen, ja. Und versuchst dich da mal ein bisschen zu verstecken, dass wir ein bisschen cappen. Moment, ist kein Zerstörer drin. Vielleicht fahren die hoch außen. Genau. Da ist die Atlanta. Da, jetzt machen wir mal ein bisschen offener mit unseren Kollegen hinten.
ein bisschen was schießen können. Atlanta. Machen wir doch mal F3 auf die Atlanta, dass da mal was rauf geht. Man kann ja, wenn man auf das gegnerische Schiff. Da war gerade ein Zerstörer. Ziel macht. Die Akatsuki. Ja. Da kommen auch ihre Torpedos. Ja, weil die ist ja in der Mitte. Die ist ja für uns nicht wirklich gefährlich. Aber der Iron Duke kommt hier. Der brennt auch schön. Das ist schon mal sehr schön. Oh, er ist Monster. Was entdecke ich denn hier alles? Ach du Scheiße. Torpedos auf Steuerbord. Sie habe ich nur blind geschossen, falls aber irgendwas kommt. Also ein Zerstörer versucht sich durchzumogeln. Ich schieße mal ein bisschen auf den Iron Duke. Kannst du hinter der Insel auf die schießen? Maschinenboost deaktiviert. Ja, ich habe Nebel gemacht und Torpedos rausgejagt. Nee, aber ich bin leider entdeckt worden. Oh, hier ist kein Zerstörer auf dieser Seite, weil sonst würden die schon. Doch, da hinten. Die Mutsuki ist da hinten. Mutsuki. Aber kein direkter hier. Könnt ihr mich sehen, wenn ich jetzt schieße hinter der Insel? Ich weiß es nicht. Nö, glaub nicht. So, da hast du immer noch einen Nebel. Wollte ich gar nicht. Ich wollte nicht auf Z drücken. Ich würde gerne mal einen anstecken da hinten. Die Atlanta schon weg? Nee, ne? Die steht doch noch da bestimmt. Nein. Oder? Die Atlanta, die einzige, der tot ist, ist unsere Hotnik. Dann sind die rein theoretisch da stehen, oder? Das ist die Atlanta. Die steht da noch irgendwo, weil die ist nicht entdeckt. Die hat eine relativ geringe Erkennbarkeit. Aber ich finde es ja gut, dass unsere, die Jungs haben ein bisschen beschießen hier. Und dass wir sie schön aufgedeckt halten. Die 61 hat unsere Kavur weggemacht. Das ist nicht gut. Und die Ferry ist bei uns im Startcap. Das ist nicht gut, was hier gerade abläuft. So, dann drücken wir nochmal Y, dass wir ein bisschen schneller vorankommen. Und dann wollen wir nochmal sehen, ob wir die Atlanta aufdecken können, dass die ein bisschen beschossen werden kann. Ich bin schon da, aber ich sehe sie nicht. Ja. Also wir müssen jetzt irgendwie Richtung A laufen. Auf der anderen Seite. Das ist ja der Das gegnerische Team hat die Führung übernommen. Ja, die sind gar nicht verkehrt davor. Moment. Endlich mal einer weg vom Gegner. Nebelwerfer gestartet. Wieder ganz gut. Das ist die Kommentare auf der Map sind wieder toll. Klasse, super. Tja, die hohe Ballistik hilft natürlich auch ein bisschen. Wenn hier auch eine, also die Ashitaka beschwert sich, dass das wieder voll in die Hose geht. Das Problem ist, er ist am weitesten rausgefahren und jetzt am schlechtesten, schießt am schlechtesten. Ja, ich habe erst 10 Treffer gemacht. Aber gut, das ist auch nicht meine Aufgabe, die gegnerischen Schiffe ja zu beschießen, sondern eher... Colorado hat die Surrey noch rausgenommen, das ist auch schon mal gut, aber die beiden ist sie auch weggegangen. Das ist schon mal schlecht. Wollen wir zu C fahren, wenn für eine Frage? Ja, wir wollen erstmal C erobern. Da steht irgendwo die Atlanta rum, was mich nicht gerade begeistert macht, aber es hilft ja auch nichts. Wir müssen gerade ein bisschen. Oh, da ist gerade schon. Maschinenboost aktiviert. Ich bekomme mal Papier. Oh, da vorne ist Nebel, das heißt, da vorne ist die Atlanta irgendwo. Das finde ich nicht witzig. Entdeckt, ne? Ja, ich bin nicht entdeckt. Weil es so rumkreuzt, deswegen frage ich. Ich guck mal ein bisschen, was ich machen kann hier.
Da ist die Atlanta. Also Deflinger ist raus. Ja. Das ist nicht gut. Nein, überhaupt nicht. Nee. Also ich bin entdeckt. Von dem da. Oh, da ist hier auch Hotneck. Die hat... Ist aber schön weit weg, das ist schon mal das Gute. Wir könnten die bitte mal... Ich sehe sie nicht mehr. Torpedos voraus. Ja, auch Hotneck. Ist doch wieder so. Bums. 4,5 Kilometer. Ich weiß nicht, ob sie rangekommen sind. Da ist sie. Die Atlanta. Maschinenboost deaktiviert. Nebelwerfer gestartet. Scheiße, ich hatte da. Die Atlanta? Das kann sein. Autschi, 3 Brände. Uha, hat weh. Nebelwand gelegt. Kein Torpedo, das war schon mal schlecht. Autsch. Ich sehe auch nicht mehr so gut aus. Einmal kurz eingepackt. Oh, da kommt die T-61. Das ist schlecht. Graf Spee kommt auch noch. Auf Backbord. Da hat sich... Oh, hab ich gerade... Hat wieder entdeckt. Leck mich doch am Arsch. Oh. Pierre Heinrich. Ja, hier ist alles da, also... Hier ist alles jetzt hier. Das heißt, tschüss. Macht's gut, Jungs. Und weg. Mach schön mit euch. Vielleicht können wir ja noch die T-61 versuchen zu kapschen, aber... Erstmal bleiben wir ganz entspannt. Okay, aber ich habe die Hosen voll, ich kann nicht entspannt sein. Dieses scheiß Radar, ne? Oh, das könnte jetzt mein Todesurteil sein. Ach was. Oh, da bin ich weg. Die T-61 hat mich rausgenommen. Mist. Oh! Das ist noch deutlich besser von der Ballistik her. Ist eine Stufe höher. Jetzt bin ich auch noch voll Kneis noch entdeckt. Na, tolle Wurst. Oh, keine tolle Runde heute. Nö, das ist keine tolle Runde. Aber das zeigt auch, dass die Zerstörer nicht ganz so einfach zu spielen sind. Wenn da das Team nicht mitspielt, wir hatten leider das Pech, dass die Ashitaka und so viel zu weit hinten waren. Und als wir nachher so weit waren, war unsere linke Flanke schon längst erledigt. Und die sind alle wieder zurückgekommen. Also. Kritischer Maschinenschaden. Problem gelöst. Lasst mich doch alle in Ruhe. Aber ich habe überlebt. Aber keinen einzigen Torpedo ins Ziel gebracht. Ist echt anstrengend. Gewesen. Das war nicht so erfolgreich, aber man muss halt mal ein bisschen üben und gucken, wie man am besten mit zurechtkommt.
Das Einzige, was wirklich Spaß macht, ist, dass sie so schnell ist und dass man halt so schnell wendig links, rechts fahren kann und auch immer, ne, es ist nicht schlecht. Also cool. Genau, das ist immer interessant, aber es ist nicht einfach. Ja, wenn ihr natürlich besser seid, probiert's aus, zeigt uns, wie es besser geht. Das wäre das Einzige, was ich euch vorschlagen kann. Und in der nächsten Folge haben wir dann schon die 6er-Schiffe. Wir haben nämlich die 5er-Klasse abgeschlossen, also das haben wir schon alles abgearbeitet. Was ist abgearbeitet? Wir hatten viel Spaß in den Missionen und in der nächsten Folge sehen wir die Mackensen. Genau. Das ist nämlich wieder eins der neue Schlachtschiffstreifen, den wir hier sehen. Wird lustig. Die sind echt geil. Also kurze Reichweite, aber schweinepräzise, habe ich ja schon auch bei der Deflinger in die Videobeschreibung gepackt. Wahnsinnig geil. Ja. Ja, dann schauen wir doch mal. Ja, das war's von mir. Gibt's noch was zu sagen? Ja, einen schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal. Ja, ihr seid die Besten. Ich bin der Mike. Bis zur nächsten Folge World of Warships. Haut rein. Ciao, ciao. Und tschüss.